Ja, hallo zusammen zur zweiten Folge Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und ja, wie ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen habt, war es für mich sehr überraschend, was passiert ist, dass wir hier in so einem Komplex aufwachen und wie es da jetzt weitergeht. Das sehen wir jetzt. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Okay. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt, aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre, seit 2010. Kennen Sie Liberation? Ja, bitte. Unser erster Titel mit der Animus-Technik, das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Eine Minute, d'accord? Ja, kein Problem. Ich warte gern auf dich. Oh, danke, Nancy. Bonne journée. So, die. Also, es ist. Tout est prêt. Magnifique. Merci. Ja, auf jeden Fall ein französisches Unternehmen. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Ja. Alles klar. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Ah. Angestellten, was weiß. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen kühnen Schritt in Richtung der besten Jahre Ihrer Karriere gemacht. Abstergo und Tablet bietet neue Perspektiven und eine einzigartige Arbeitsweise. Das glaube ich sofort. Bei so vielen Entwicklungsmöglichkeiten ist es anfangs vielleicht etwas überwältigend. Aber wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, sich einzunehmen und an die Arbeit zu gehen. Die Arbeit Ihre Träume werden wahr lässt. Wahr zu lassen. Werden zu lassen. Entschuldigung, war schon im nächsten Satz. Also, ich lese jetzt nicht alles vor. Ich scroll hier einfach mal durch. Wer sozusagen lesen will, kann dann einfach pausieren. Weil ich denke und hoffe einfach mal, dass das hier erzählt wird, was dann da steht. Was? Oh, Arbeitszeit ist immer wichtig. Mittagspause? Urlaub? Nach einem Jahr Arbeit kriegt man die erste freie Woche. Alles klar. Ja, also. Hab hier, bin im Bilde. Weiter. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Hab schon lange Sie sind gedrückt. Mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Ja, es ist schon alles ganz nice. Bereit? Dann los. Natürlich. Ah, unser Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mach das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. 5 Minuten im Büro also. Also, alles klar. Das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden.
Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Ich will wieder in die Karibik. Das war schöner. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Geiler Bildschirm. Viel Spaß. Hammerbildschirm. Nein. Achso. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. Und rein ins Spiel. Also ich war jetzt etwas überrascht von dem Ganzen, ehrlicherweise. Sorry. Ich hoffe, wenn's... Seht's mir nach, meine Unwissenheit, was Assassin's Creed angeht, aber umso spannender ist es, was hier für passiert für mich. Der Sound gefällt mir auch, muss ich sagen. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ja. So. Oh, schau, ja, sieht schön aus. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimmer. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Gaststätte. Da fühle ich mich ich wohl. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben, im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frag mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Oh, was ist das? Was kann ich denn bei der Dame machen? Hola, die Dame. Ihr kennt diese Frau doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen. Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Also, vor 300 Jahren war das auch nicht wirklich anders. Aha, hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Ein, ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert. Steigt beide im Rad. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Oh. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. So. Ein paar Schwerter kaufen. Das schaffe ich. Schön Schwertsets. Auch noch für mich gemacht, dass ich es verstehe. So, Entermesser. Scheinbar, wenn es so blinkt, nehmen wir die. Das
passt schon viel besser. Lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, Zweikampf kann's helfen. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Aha, heile Taverne mit einer Art Biergarten. So, geht's hier hoch? Ah, da nicht. Raum? Ah. Kann ich da hin? Da so rüber? Nee. Okay, so hoch geht schon mal nicht. Jetzt? Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Ja, der ist wirklich gut unterwegs. So. Der ist fit, der Mensch. So, jetzt kann ich mal synchronisieren. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! So, dich hole ich. Ich breche dir die Knie, wenn ich dich kriege. Gleich hab ich dich, du Hundspott! Ach, oh nee, ich hätte rammen können. Nicht gesehen. Oh Mensch. Nicht mehr lange. Schlecht. Oh, der war schon wieder da. Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Nein, 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 nein. Schallsteuerung. Gott! Ich, also mit dem, mit irgendjemand hier nachlaufen, da bin ich echt nicht so fit. Komm schon, ist noch ein Stück. Ich war schon so knapp dran. Endlich! So. Den falschen Beraubmann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. So, guck mal, was der da hat. Ach, wegen 9. Ich hab irgendwie auch kein. Also. Warum? Was wollen die jetzt eigentlich von mir? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber gut. Kann ich die jetzt auch alle blenden? Schauen wir mal, was die noch für mich haben. Die haben mehr als der Taschendieb. Naja, gut. Oder auch nicht. Naja, gut. Jetzt haben wir genug gespielt. Ab zum Städte zurück. Oh, wo ist er? Wo ist er? Warte mal, was ist da denn? Na egal. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch! Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Oh ja. Ah. Oh, 6-fach X. Das ist ein guter Rum. Erstmal. Mit Shoppen trinken. Du hast dir Zeit, ich warte hier.
Was denn, ein Waliser? Hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich widerruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Hey, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Er hat ein Talent für Probleme, der Junge. Ich hab ihn gewarnt. Ach Gott. Packen. So. Das ist ja gar kein Problem. Also es ist so ein bisschen schon sehr viel Gedrücke, muss ich sagen. Okay, so. Noch jemand ein Problem? Ha? Ihr lasst mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Perro Inglés. Also, was haben sie denn alle? Sechs Rauchbombe. Na toll, wer hätte jetzt gewusst. Bin ich jetzt hier schon? Oh, mehr. So leicht gewesen. So, wie werde ich jetzt anonym? Scheinbar habe ich es geschafft. Hallo? Monstermäßig. Oh, was ist denn da? Warum ist da so ein Toten, so ein Kopf? Das verspricht doch immer die Spannung. Das schaffe ich. Das mache ich doch jetzt einfach mal. Attentatsziel, am Strand. Ja, da komme ich hin. So. Ja. Welchen Pirat? Bei dem wahrscheinlich. Ich hab genug gelitten. Lasst mich in Frieden, verdammt. Ich hab geschossen.
So. Helfen wir doch meinem Kompagnon. So. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Captain Kenway? Okay. Also ganz schön mau, diese müssen doch mal hier mehr Sachen dabei haben. So, aber jetzt gehen wir hier mal zu dem netten kleinen Freund. Das sind wieder ein paar Mädels. Unternehmen Sie für Gegner. Was? Das wäre dann jetzt erzählen, wenn ich das so ein Mädel anheuer, dass ich dann für Gegner unsichtbar bin. So, alle mal runtergekickt. Aber ich will eigentlich meine Schwerter da. Sieht der mich jetzt? Wahrscheinlich schon. Ach Gott, das war natürlich schlecht. Oh! Ja, Okay, das war nicht so gut. Bisschen regenerieren, bevor ich jetzt hier weitermache. So, jetzt kommen wir her. Nochmal lasse ich das nicht mit mir machen. Oh, fuck it! Nein! Der hat aber auch da einen Wumms gemacht. Zweimal Kontern verkackt. Dann war's das schon. Also. Nein. Muss ich das jetzt hier mit dem... Probieren wir doch einfach jetzt hier mal die Frauen aus. So. Das ist natürlich eine clevere Tarnung. So, jetzt schauen wir mal, ob wir diesmal besser zurechtkommen. Oh Gott, die Sicht ist... Ich hasse diese Bomben. Also, ich werde noch wahnsinnig mit dem.
Jetzt crasht aber gleich der Katz. Ja, der war... so geht das also. Ja, da habe ich dann doch noch geschafft, das... mich aus der Affäre zu ziehen und das sogar unerwarteterweise vernünftig und gut, so wie es dem Auftrag gebührt. Also, boah, jetzt brutaler wird auch geil. Alter Schwede, schaut's gut aus. Ja, dann war diese Folge damit auch schon, oder ist leider wieder zu Ende, es tut mir leid. Es ist zwar jetzt noch nicht wirklich viel weitergegangen in der Story, aber ich muss mich halt einfach ausprobieren. Seht es mir nach. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.